Mit dem frisch gebackenen Czech Open-Sieger Christian Süß traf Borussia Düsseldorf im Pokal-Achtelfinale von nur 200 Zuschauern auf den TTC Zug Brügge Grenzau. Die erste Partie des Abends bestreitet Borussias Topspieler Timo Boll gegen Tomasz Pawelka. Boll zeigt von Beginn an seine ganze Klasse und entscheidet die ersten beiden Sätze für sich. Beim Stand von 10:5 im dritten Durchgang hat der Weltranglisten-Siebte dann Matchball. Und damit bringt Boll seine Borussia mit 1:0 in Führung. Nun tritt Christian Süß hier im Hintergrund gegen den deutschen Abwehrspezialisten Ruven Filus an. Beide liefern sich ein ausgeglichenes Duell und so steht es nach den ersten vier Sätzen 2:2. Doch im entscheidenden Durchgang zeigt Süß, in welch guter Form er sich befindet und macht kurzen Prozess. Mit 11:2 setzt er sich deutlich durch, die 2:0 Führung für Borussia Düsseldorf. Patrick Baum hat es im dritten Spiel des Abends mit Grenzaus Topspieler Andrej Gacina zu tun. Baum, der am Abend zuvor noch zwei EM-Qualifikationsspiele absolvierte, liefert sich mit seinem Kontrahenten spektakuläre Ballwechsel. Auch in diesem Spiel kommt es zum entscheidenden fünften Satz. Hier spielt der Kroate aber besser und verkürzt auf 1:2 aus Sicht des TTC Zug Brügge Grenzau. Doch noch ist das kein Problem, denn Timo Boll kann nun mit einem Sieg gegen Ruven Filus den Einzug ins Final Eight Turnier in Stuttgart perfekt machen. Und der Weltranglisten-Siebte macht kurzen Prozess. Mit 11:8, 11:2 und 11:2 gewinnt er und damit auch die Borussia gegen Grenzau. Jetzt steht erstmal ein klares 3-1 da, aber es waren schon so ein paar kritische Situationen. Wenn Christian das Spiel vielleicht verliert, dann kommen wir ja schon in Bedrängnis. Aber insgesamt haben wir die Nerven behalten, haben die kribbeligen Situationen gut gelöst und von daher, glaube ich, auch verdient gewonnen. Trotz des letztjährigen Pokalaus im Viertelfinale strotzt die Borussia in diesem Jahr vor Selbstbewusstsein. Wenn wir antreten, sind wir Favorit. Letztes Jahr haben wir natürlich im Pokal ohne Timo gespielt. Baumparty war verletzt gewesen, Krille kam gerade zurück. Okay, dann ist schwer mit anderthalb Mann den Pokal zu verteidigen. Und wenn wir alle topfit sind, klar, dann sind wir Favorit. Ende Dezember hat der Rekordpokalsieger Borussia Düsseldorf dann die Chance, den Pott zurück nach Düsseldorf zu holen.